Hola und bienvenido aus Ecuador, aus Quito, um ganz genau zu sein. Ein lang ersehnter Traum von mir geht in Erfüllung, denn ich bin in Südamerika. Ich kann es noch nicht so ganz glauben. In den letzten Wochen war so viel los, deswegen war irgendwie auch kaum Zeit für Vorfreude. Aber so in den letzten 2 Tagen ging es dann los. Und es ist jetzt hier, ich glaube, so 7 Uhr morgens, sowas würde ich sagen. Und wir hatten einen Nachtflug, was ziemlich cool ist, was ich euch auch sehr empfehlen kann. Und kurz noch ein paar Worte vorneweg zur Vorbereitung. Solltet ihr auch nach Südamerika fliegen, weil sonst vergesse ich das wieder, das weiß ich. Gelbfieberimpfung, ganz wichtig. Und den Impfpass hier mitnehmen und eben auch einen Auslandsreiseschutz abschließen. Ich denke mal, ihr habt es den eh. Aber das müsst ihr auch vorweisen können hier, genau. Das sind so ein paar Sachen, die ihr auf jeden Fall dabei haben solltet und beachten solltet. Gerade Ecuador und Peru sind ja klassische Gelbfieberländer und deswegen würde ich euch da auf jeden Fall empfehlen, euch impfen zu lassen. Ist, meine ich auch, laut Auswärtigem Amt Pflicht ab jetzt Juli. Und ja, wir sind jetzt angekommen, total happy, Nachtflug, hat alles super geklappt, viel geschlafen und ich weiß nicht, man sieht natürlich noch nicht so viel, es ist sehr früh morgens schon wahnsinnig warm. Eigentlich hat die Wettervorhersage was anderes gesagt, nämlich, dass es regnet und kalt ist, ist es aber nicht. Ich hoffe, ich habe das richtige Gepäck dabei. Ansonsten machen wir hier eine Rundreise, wie ich das letzte Mal auch eine gemacht habe in Zentralamerika, falls ihr euch erinnert, Januar, Februar. Und jetzt wird es wieder eine Rundreise sein von Quito nach Lima, also nach Peru runter, an der Küste entlang. Und ja, ich weiß nicht, ob man schon ein bisschen was sieht. Nicht so viel vermutlich, außer dass es etwas, bewölkt, neblig, danach habe ich gesucht. Es geht schon los mit den Wortfindungsstörungen. Und jetzt fahren wir erstmal in das erste Hotel. Wir sind einen Tag früher losgeflogen, als die Rundreise losgeht, damit wir auch noch so ein bisschen uns Quito anschauen können, vielleicht eine Hop-on, Hop-off-Tour machen, die Altstadt anschauen. Ach, was ich euch noch erzählen wollte, jetzt bin ich gerade eh schon wieder hier im Redeschwall bin. Ihr müsst unbedingt die letzte Viertelstunde, bevor ihr in Ecuador landet, solltet ihr am Tag ankommen. Leute, sowas Wunderschönes habe ich selten gesehen. So eine schöne Landung, die Berge und es ist einfach nur wundervoll. Ecuador liegt ja sehr hoch. Deswegen habe ich auch Tabletten gegen Höhenkrankheit genommen. Die verlinke ich euch hier mal. Ich weiß sie nicht auswendig, wie es heißt. Ich habe es jetzt mal vorsorglich, also präventiv genommen, weil ich mir dachte, oh, bevor mir dann schlecht wird und ich Kopfweh kriege und so, weil Ecuador, wie gesagt, sehr, sehr hoch liegt. Und das hat man auch an der wundervollen Landung gesehen. Wir waren übrigens von Madrid bis Ecuador 11,5 Stunden unterwegs und von München nach Madrid so knapp 3 Stunden. Also ihr seht schon, es ist ein relativ langer Flug, aber wie gesagt, war alles super. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz so ein bisschen hier, was man so sehen kann von der Autobahn. Gerade ist noch relativ leer, aber wir sind auch noch nicht in der Stadt. Wow! Wir sind hier am Platz des Präsidenten. Ich hoffe, man versteht mich irgendwie. Und das soll dann um 11 Uhr irgendwie so eine Art Wachwechsel sein. Jetzt gucken wir mal. Hier ist die Hölle los. Ich habe noch nie an einem Platz so viele Menschen, auch in Kuba nicht, nirgends, der Wahnsinn. Ja, ich bin sehr stolz, hier zu sein. Sehr cool.
Seht ihr mich nochmal live von den Farben? Ihr habt gerade die Prozession gesehen, also den Wächterwechsel für den Präsidenten. Da ist der Palast hier im Hintergrund. Ich habe es euch ein bisschen abgefilmt. Total cool und sehr spontan. Das hat uns nämlich der Hostelbesitzer erzählt, dass das ist hier um 11 Uhr jeden Tag. Und es geht über eine halbe, dreiviertel Stunde, aber super cool. Ihr habt ja auch gesehen, die Leute feiern ihr Land, die leben gerne hier. Die haben die Nationalhymne mitgesungen und alle miteinander. Also ich war total begeistert. Jetzt sind wir hier auf diesem Platz des Präsidenten eben und schauen uns jetzt hier so die ganzen Sightseeing Points an. Es ist super schön und ihr seht, hier ist die Hölle los und ich finde es total geil. Also ich fühle mich hier richtig wohl. Ich bin einfach ein Zentral- und Südamerika-Kind. Ich merke es hier wieder, ich bin gelandet und es war toll. Die Leute sind freundlich und es rennen total viele Leute mit Mango, mit Früchten, mit Süßigkeiten und vor allen Dingen mit so kleinen Bananen mit Schokolade rum. Oh wow, also das müsst ihr unbedingt probieren. Es sah super lecker aus. Wir kamen nur gerade ja vom Frühstück. Übrigens mein Food Diary, dieses Mal drehe ich nämlich wieder eins. Da haben nämlich beim letzten Mal viele gefragt und deswegen drehe ich dieses Mal ein südamerikanisches Food Diary. Im letzten Video hatte ich das ja nur so eingeblendet und ihr guckt es aber immer ganz gerne. Also auch hier, ich kann mich nur wiederholen, wunderschön, die Landschaft, das Wetter ist perfekt. Ich glaube, wenn jetzt hier 35 Grad wären, wären wir eingegangen, alleine jetzt. Und es ist immer noch vormittags, also jetzt ist es gleich 12 Uhr. Und ja, jetzt schauen wir uns den Rest an. Es ist eigentlich ganz nett hier in Quito, weil man sehr viel fußläufig auch erreichen kann. Und beim nächsten Hotspot muss ich sagen, das ist hier die Iglesia, also das ist eine Kirche am San Francisco Platz. Ich musste jetzt gerade nur noch mal spicken und ich habe noch nie in meinem Leben so eine wunderschöne Kirche gesehen. Also ich war schon sehr emotional gerade, weil da drin auch ganz tolle Musik gespielt wird, spanische Balladen. Es ist wunderschön. Ich zeige es euch mal von außen, weil innen darf man leider nicht filmen. Das ist hier der Eingang. Um diese Kirche handelt es sich hier und ich habe, wie gesagt, noch nie so eine wunderschöne Kirche gesehen. Und ihr müsst sie euch, wenn ihr hier seid, bitte anschauen und mir dann schreiben, ob es euch genauso gut gefallen hat. Also hier sieht man auch nochmal die Bezeichnung. Okay. Nächster Hotspot und ich schnaufe schon wieder so ein Büffel, weil jetzt sieht man es, glaube ich, ganz gut. Leider wird es natürlich nie so eingefangen, wie es eigentlich ist. Man sieht Quito, die Kathedrale, Basilika, da waren wir ja noch nicht, wunderschön von oben. Und jetzt die letzten Stufen bis zu dieser Riesenstatue haben wir gleich geschafft. Das wollte ich eigentlich sagen. Jetzt bin ich ziemlich dunkel, sehe ich gerade. Ich müsste eigentlich... Ja, genau, jetzt ist die Beleuchtung besser. Nur rückwärts kann ich leider nicht gehen. Natürlich möchte ich euch auch das Zimmer zeigen,
Wir sind jetzt zurück im Hotel Carpe Diem hier in Quito, welches ich übrigens sehr, sehr empfehlen kann, denn es ist sehr, sehr nah an der Innenstadt oder halt im Zentrum. Ihr könnt sehr viel zu Fuß machen, wenn nicht sogar alles. Und es ist wunderbar. Also ich bin so glücklich. Ich freue mich jetzt auch dann direkt irgendwann ins Bett zu gehen. Das ist jetzt hier das Bad. Also es ist wirklich, hier sind wir für 2 Nächte. Aber gut, wir sind auch einen Tag früher angereist, als die Tour losgeht. Das hatte ich euch, glaube ich, schon erzählt, gell? Und also vollkommen okay und total netter Service und... Das wollte ich euch unbedingt erzählen. Ach, übrigens, ich liebe diesen Rucksack, aber da komme ich irgendwann nochmal drauf zurück. Der ist von Dry Case, also richtig geil. Und das ist hier der Ausblick. Also, ja, wie ihr seht, es hat entgeregnet. Wir sind jetzt total in den Regenschauer reingekommen, aber das macht nichts. Denn jetzt ist eh mal eine Dusche fällig. Wir sind ja vom Flughafen eigentlich direkt ins Sightseeing gegangen und ja... Wir haben jetzt echt Glück gehabt und wie gesagt, Carpe Diem hier in Quito, super, absolute Empfehlung. Guten Morgen, 9 Uhr in Quito, Ecuador und das ist die riesen und auch wunderschöne Kathedrale. Basilika nennt sich die und das Wetter ist wieder wunderschön und ist mir gestern leider Gottes auch zum Verhängnis geworden. Deswegen werdet ihr mich heute so gut wie nicht von vorne sehen, weil ich nämlich wirklich einen Sonnenbrand des Zorns habe. Und wenn ich das Zorn sage, dann ist es echt auch so. Es ist nämlich so, dass durch diese Höhenluft hier, wir sind ja sehr nahe am Äquator, wie ihr wisst, das habe ich nicht so ganz vertragen und bin wirklich, ein Krebs ist ein Scheißdreck gegen mich. Deswegen macht es nicht wie ich, sondern cremt euch gut ein. Ich habe im Normalfall nie einen Sonnenbrand. Das ist echt sehr, sehr ärgerlich. Und übrigens, wir sind jetzt hier ein paar Meter. Ihr seht die Straße hochgelaufen von unserem Carpe Diem Hostel. Und schon sind wir da. Also es waren wirklich nur 5 Minuten. Also richtig cool. Jetzt gucken wir mal, ob wir auf die Aussichtsplattform hier kommen. Okay, jetzt seht ihr mich doch mal. Wir sind gerade Telefrito. Ich hoffe, ihr hört mich. Es ist hier sehr, sehr laut. Telefrito nennt sich das. Das ist ein Cable Car hier in Quito. Wir sind jetzt sehr weit oben schon. Wir haben jetzt, wir sind jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde, nee, 20 Minuten mit dem Auto gefahren und fahren jetzt mit dieser Bahn. So sehen die aus. So sehen die aus. Fahren wir jetzt ganz nach oben. Ich habe ja meine Höhentabletten genommen, alles gut. Und ich blende euch hier ein, wie dieser Berg heißt und wie hoch er ist. Ich habe es mir jetzt wieder aktuell nicht gemerkt. Ihr kennt mich ja. Wir freuen uns jetzt da drauf und dann würde ich sagen, es ist schon sehr frisch. Also zieht euch warm an, solltet ihr hier sein. Und bis dann. Schade, dass es so wolkig ist. We are often hungry, therefore, and we will get mad if we don't get something to eat, you know? Was
another feeling. Yeah. I ache like a small child when I'm hungry. So we call it hangry. Schaut mal. Hier I am. Voll cool. Quasi Süden, Norden. Hier. Total cool. Quasi in der Mitte von der Welt. Voll geil. Total cool. Als Krebs. Sau cool. Here we're going to see how it's working this system. My friends, the name of this system, it is Nomon. The Nomon is the agricultural calendar made for the indigenous communities for understand and for know what is the time for the harvest. My friends, in Ecuador you are here, so everything depends the place that you live or get the food that you want to eat. Hier ist übrigens der Ursprungsäquator. Und da, wo wir gerade eben waren, das wurde mit GPS ausgemessen und da hat uns der Fahrer jetzt quasi nochmal hierher gebracht. Total cool. Ja. Hier seht ihr das Infirmeria. Ich liebe übrigens diese Landschaft einfach nur. Das ist so unglaublich. Hallo an offiziell Tag 2 der Rundreise. Wir sind jetzt hier an einer Busstation. Gestern war um 20 Uhr noch das Willkommensmeeting oder der Willkommenstreff, wo wir unseren CEO, unsere Angie getroffen haben, die uns jetzt die Reise begleiten wird. Und wir sind jetzt hier an einem Busbahnhof und fahren von Quito nach Tenja. Über ein paar Stationen. Das ist ein Local Bus, die Nummer 61. Ist das die Nummer 61? Nein, ich glaube, wir haben einen grünen Bus, einen gelben Bus, keinen grünen. Und ja, das wollte ich euch eigentlich nur erzählen, dass gestern Abend waren wir noch kurz was essen. Das seht ihr ja in meinem Food Diary. Und ansonsten war eigentlich alles ja, super. Die Gruppe ist einfach wieder total cool und super nette Leute. Wir sind die einzigen beiden Deutschen, ein paar Schweizer, USA ist dabei, Kanada ist dabei, ganz viele Engländer wieder dabei. Und ansonsten, Schweiz, habe ich doch schon gesagt? Weiß gar nicht. Es ist cool, ich mag es und ich würde sagen, wir fahren jetzt in den Amazon Jungle, also in den Dschungel. Mein Gott, die Worte schon wieder, ich habe irgendwie immer Wortfindungsstörungen, wenn ich im Ausland bin. Und genau, ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall später wieder. Wie gesagt, 3 Tage Gastfamilie. Ich bin sehr gespannt, wie das mit meinem Spanisch laufen wird. Ich gebe mein Bestes, weil ich es immer toll finde, wenn man sich mit den Leuten auch auf deren Landessprache unterhalten kann. Spaß. Sind da dem Auto drin rumgeflogen, es war sehr, sehr lustig. Und ja, hier seht ihr auch, wo wir gerade exakt sind. Und zwar hier, kann man das lesen? Ja, ich glaube, man kann es lesen. Also nur Natur, Luftfeuchtigkeit ist super hoch, also ich renne hier wirklich in kurzen Klamotten rum. Hier ist meine Gruppe, die alle übrigens auch sehr, sehr lieb sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir in der Gastfamilie sind. So Leute, das ist das Zimmer. Ja? In der Dschungel Lodge. Und ja, es ist vollkommen ausreichend. Es steht nichts mehr drin. Und hier ist mein Chaos. Wie immer, kennt ihr auch schon. Und ich zeige euch auch direkt gleich mal den Ausblick. Morgen bekommen wir irgendwie ein anderes Zimmer, ein bisschen weiter unten. Und Leute, nehmt bitte keinen Koffer auf die Reise mit, ja? Vertraut mir und macht es nicht. Ich habe es schon bereut, aber ich habe einfach keinen scheiden großen Rucksack. Das ist die nächste Anschaffung. Ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Ja, das ist der Ausblick hier. Kommt mal nicht mehr.
Wir haben den sightseeing point erreicht und sind dafür durch den Wald gestapft. Look at my beautiful shoes. Es ist eine Experience, sehr, sehr cool. Lustig, ja, und das ist einfach nur wunderschön, friedlich, ruhig. Und es hat diesen Aussichtspunkt hier. Ja. So. Bin der Häuptling hier übrigens, ja, also wie man unschwer erkennen kann, bin ich der Häuptling. Nein, das ist total witzig. Wir haben jetzt hier, das ist so lustig, das hatte ich ja in Zentralamerika haben wir das auch schon gemacht, in diesen heißen Quellen, dass wir Lehm quasi im Gesicht haben. Und jetzt haben wir das hier wieder gemacht und es ist total schön. Sehr gut, vor allen Dingen für meine sonnengebrannte Haut ist es ganz gut. Und jetzt waschen wir uns das gleich im Fluss wieder ab. Ihr habt ja den Fluss gesehen. Ich werde euch den Namen dann einblenden. Sie hat ihn erwähnt, ich kann es mir aber nicht merken. Und ja, jetzt waren wir gerade an einer Stelle und wurden wunderschön mit Lehm. Also wir haben quasi hier Detox-Maske for free. Und das waschen wir uns jetzt gleich wieder ab und ich wollte natürlich nicht versäumen, euch dieses wunderschöne Kunstwerk zu zeigen, ja. Und dann gibt es Abendessen. Ich denke, wir werden heute alle einfach nur tot ins Bett fallen. War ein sehr cooler Tag. Mal wieder. Hier ist meine Gruppe im Hintergrund. Könnt ihr sie alle sehen? Voll cool. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell später nochmal. Oder dann morgen.